So Leute, bisschen Auszeit von den Kindern. Wir sind mal allein unterwegs. Wir spoilern das einfach mal. Wir haben hier gerade den Wir haben hier gerade den Campingplatz Italy besucht. Camping Village Italy heißt das, glaube ich. Ja. Yep. Haben den mal abgedreht für euch in einem Campingplatz-Check, weil er bietet so einiges Überraschendes, was euch wirklich gefallen könnte. Wenn euch der Platz Union Lido vielleicht ein bisschen zu tummelig ist, könnte der genau das Richtige für euch sein. Das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Allerdings ohne Hunde. Allerdings ist der ohne Hunde. Das ist vielleicht der einzige Nachteil, aber nicht jeder von euch wird einen Hund haben. Von daher, guckt euch einfach mal an, wird euch überraschen. Mir war es vorher überhaupt nicht bewusst. Ich glaube, das habe ich letztes Jahr irgendwo erfahren, aber erst nachdem wir hier waren, dass man hier überhaupt... Ja, mehr sage ich dazu nicht. Lasst euch überraschen, was daran so besonders ist an dem Platz. Ja, uns geht's gut. Wir sitzen hier im Schatten. Wie gesagt, auf dem Italy. Direkt nebenan. Unsere Kinder spielen, haben Freunde, sind da, werden da betreut. Oder auch nicht. Doch. Wir haben aber die Uhr und die können uns ständig erreichen. Und ich habe die jetzt auch so eingestellt, dass ich die auch verfolgen kann. Wir sind keine Rabeneltern. Nein, ich weiß auch, wo die auf Toilette war. Ich weiß ziemlich genau, wo die waren. Ja, das müsst ihr jetzt vielleicht nicht gerade erzählen, wo die auf Toilette war. Doch, ich weiß, in welchem Waschhaus die auf Toilette war. Ja, vielleicht was noch interessant ist. Unsere Kinder haben schon wieder neue Freunde gefunden. Ich glaube, für Elias ist das Freund Nummer 2 und 3 jetzt hier. Ja. Für Luisa ist es Freund bzw. Freundin Nummer 4. Ja. Also wir können es ja nicht beklagen. Die beiden kommen hier gut klar. Was mich immer wieder wundert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass in der Campinggruppe von Union Lido immer gefragt wird, ja, wir kommen nächste Woche an, wir haben eine 7-jährige Tochter, die sucht wen zum Spielen. Ja, Leute, geht mit ihr über den Platz, ihr werdet jemanden finden. Also ihr müsst da keinen aufrufen, es gibt hier wirklich genug Kinder in jeder Reihe. Da müsst ihr euch echt keine Sorgen machen. Oder sie gehen mal zum Spielplatz und dann finden sie auch schon wieder welche. Da hat sie nämlich auch einen gefunden. Die kam auf einmal zurück, Freund. Und das ist ein total süßes Pärchen gewesen, Luisa und richtig. Der Kleine, der war total süß. Klassisch, wenn euer Kind oder euer Sohn oder eure Tochter Fußball spielen. Hier gibt es Fußballcamps. Da ist natürlich richtig viel los. Da tummeln sich die Jungs und die Mädels. Und das ist natürlich sehr schön. Also wenn ihr ein Kind habt, was Fußball spielt, ist das hier perfekt aufgehoben. Ja. Oh, wenn die heiße Sonne da nicht. Ja, gut, klar. Ist schon heftig, da ist kein Stück Schatten. Muss man vertragen. Also wenn die Kinder die Sonne nicht gut vertragen, dann würde ich das lassen mit dem Fußball spielen, weil Hitzeschlag wäre jetzt vielleicht nicht ganz so toll. Und Elias ist hellhäutig und da wäre das nicht so gut. Gestern waren wir im Schwimmbad mit den beiden. Luisa kann ja mittlerweile ein bisschen schwimmen, sie hat da ein bisschen geübt. Es war schön, hat Spaß gemacht, obwohl ich ja, wie ihr wisst, eher der Meergänger bin. Heute ist ganz schön. Ich denke, dass wir heute mal zum Meer gehen werden. Vielleicht nehme ich euch ja auch noch mal mit. Ihr seid ja schon mit mir abgetaucht. Nala war im Hundepool, habe ich aber leider noch nicht gefilmt. Ach ja. Kann man aber noch machen. Und die war im Meer. Da habe ich auch. Da kannst du auch was einblenden. Ja, das können wir auf jeden Fall mal einblenden. Stimmt. Ja, das war schön. Da hat die mir ein paar schöne Videos gemacht. Die schneide ich mal dazwischen. Ist bestimmt cool. Mhm. Jo. Das soll es an der Stelle, denke ich, gewesen sein. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden, wir nehmen euch mit. Mit Murano und Burano müssen wir gucken. Die nächsten Tage sind Gewitter angesagt, da wollen wir natürlich eigentlich nicht hinfahren. Wir wollten es auf jeden Fall machen. Ob wir es noch schaffen, werden wir sehen, weil im Moment ist, wie gesagt, mit dem Wetter ein bisschen unglücklich. Wenn wir es nicht schaffen, könnt ihr euch immer darauf verlassen, dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich wiederkommen. Weil da wollen wir auf jeden Fall hin. Okay. Das wäre so mein Traum gewesen, ja. Labarababa. Kleines Labervideo zwischendurch. Wir melden uns wieder. Ja, mehr kannst du aber ja Hitze auch nicht machen. Nee, mehr kannst du der Hitze nicht machen. Bis später. Ja, eigentlich wollten wir nur hier zu Decathlon in Jesolo fahren. Haben direkt die längste Einkaufspassage Europas gefunden. Die gehen wir jetzt mal einfach entlang und da haben wir gedacht, dann nehmen wir euch natürlich mal mit. Drehe ich jetzt mal um und dann zeigen wir euch das mal, wie das hier aussieht.
Ich war hier nämlich noch nie oder wir waren hier noch nie. Aber es ist warm. Es ist warm, das stimmt. Also der Regen ist nicht ganz so schlimm, finde ich. Stimmt. Hier reiht sich Geschäft an Geschäft. Ganz viele Ramschläden, Sportläden. Gucken wir jetzt mal einfach, gehen hier einfach mal ein paar hundert Meter entlang, gucken uns das mal an und sagen euch dann mal, ob sich das gelohnt hat. Wir sind hier gerade losgefahren, weil es eben heute regnet und ein bisschen Abwechslung haben wollten. Wir sind jetzt irgendwo mittendrin gelandet. Auf der einen Seite soll ja dieser tolle Campingplatz sein. Was ist los, ihr beiden? Ja, das Bild, das blende ich mal ein. Ja, lass mal einfach gehen durch den Regen. Guck mal, wie es hier aussieht. Ich war hier nämlich noch nie oder wir waren hier noch nie. Aber es ist warm. Es ist warm, das stimmt. Also der Regen ist nicht ganz so schlimm, finde ich. Stimmt. Hier reiht sich Geschäft an Geschäft. Ganz viele Ramschläden, Sportläden. Gucken wir jetzt mal einfach, gehen hier einfach mal ein paar hundert Meter entlang, gucken uns das mal an und sagen euch dann mal, ob sich das gelohnt hat. So Leute, wir sind jetzt hier mal ein ganzes Stück entlang gelaufen. Ja, ich sag mal, spätestens nach 10 Geschäften wiederholt sich alles. Das sind alles kleine Bazars, Minimärkte, Krimskramsläden für Kinder, so Kirmeszeug und sowas. Uns soll das hier reichen, wir fahren jetzt gleich zurück und dann melden wir uns vom Campingplatz wieder. Guten Morgen zusammen. Wir sind gerade aufgestanden. Heute bricht bei uns der vorletzte Tag auf Union Lido an, ne Mama? Eigentlich der letzte. Eigentlich der letzte, ja. Wir müssen heute abbauen hier. Morgen geht's weiter nach Bayern. Dann nehmen wir euch natürlich auch weiterhin mit. Mal gucken, was wir heute noch filmen können, ob wir beim Abbau ein bisschen filmen, was wir heute noch machen. Ja, jetzt lassen wir uns erstmal den Tag beginnen mit einem leckeren Kaffee. Und dann schauen wir weiter. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change.
change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, we'll see. If we get in a car and drive someplace far. Na komm, weiter! Prima! Los, weiter! Juhu! Bist klasse! Ja! Weiter! Du schaffst das! Ja, prima! Leute, wir haben es geschafft. Wir sind in Bad Waldsee angekommen. Es war schon eine Tortur, weil teilweise 35 Grad irgendwo in den Bergen hat uns wieder eine andere Route zurückgeführt, die mit einer riesen Baustelle noch besetzt war und wir das nicht so ganz kapiert hatten, wo wir da runter müssen. Wir haben also zweimal drehen müssen. Einen riesen Kratzer am Auto haben wir noch einmal hingekriegt. Ist aber Kunststoffkratzer, also nichts Dramatisches. Ja, Moment, kein Unfall, das war nur wegen einer engen Kurve. Ja, er hat eine zu enge Kurve. Der Fahrradständer ist rangekommen. Aber es hat sich ganz schön lang gezogen und wir waren dementsprechend echt groggy und fertig. Und wollten eigentlich nur noch hier ankommen, irgendwie. Haben wir auch geschafft, wir waren um 7 Uhr hier. Haben schon ein Foto vom Schloss Neuschwanstein gemacht. Haben die Füße schon im See gehabt. Bananensee. Bananensee. Ist doch so, oder? Nein. Bananensee. Soweit ist alles wieder aufgebaut, aufgeräumt, angeschlossen. Bis auf die Markise, die ist noch nicht draußen. Weiß ich auch gar nicht, ob wir das heute noch machen. Machen wir es heute? Nein. Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, ob wir zum Schloss Schwan-Neugau Stein. Nein, kein gehen. Okay. Nasse Wäsche haben wir auch mitgebracht. Weil es ziemlich kalt war, feucht war. Nachts in Italien. Ups. Und heute ist Red Beach Party hier, wo wir gleich hingehen. Da können wir noch eine Bratwurst essen. Und was gibt's noch zu erzählen? Was gibt's noch zu erzählen, Schatz? Ich bin fertig und Malle. Ich dreh dich jetzt nicht um. Ich bin fertig und Malle. Ich dreh dich nicht um. Ich bin fertig und Malle. Ich bin total fertig. Ich habe keinen Bock mehr. 7,5 Stunden Autofahrt, gefühlt nur durch die Berge. Nee, Leute, keinen Bock mehr. Wir melden uns wieder, wenn ich mich wieder ausgeruht habe und so weiter und so fort. Und ne, ihr wisst das, ihr kennt uns. Bis später. Hallo zusammen. Hallo. Unsere erste Platzrunde am Bannwaldsee. So, da ist eine Kutsche vorgefahren. Und jetzt steigen wir mal ein. So Leute, das hier jetzt ein bisschen aufs Bild zu bringen ist schwer. Wir stehen jetzt genau vorm Schloss. Nicht so, da die Sommerrodelbahn. Und